Ah, okay, die gehen nur manchmal an. Ja, und ich muss genau dann reinrennen, wenn das Ding wieder angeht. So, weiter, 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 weiter. Lauf, 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 lauf. Sehr gut. Also, wir müssen uns hier wieder einen anderen Weg suchen zu unserem Ziel. Das ist eine Frage. Ich muss hier durch, okay. Allerdings, das geht nicht aus. Okay, let's see. Ich schätze mal, ich muss auf diesen Knopf. Da fällt mir nur der ferngesteuerte Batarang ein. Mal gucken, ob ich recht habe. Allerdings ist das jetzt wieder so eine Sache, ob ich das Ding auch schnell genug so steuere. Irgendwie nicht. Ah Gott, ich hab das Ding echt gehasst. Ah, verdammt. Ich will das Ding wenigstens einmal treffen, damit ich weiß, ob ich das jetzt richtig mache oder nicht. Irgendwie. Muss mal gucken. Oder kann er hier irgendwie ziehen? Ja, okay, gut, dann können wir das auch umgehen. Ich denke mal, das ist hier mehr so ein sammelbarer Inhalt dann. Es erinnert mich ja ein bisschen an den Riddler. Immer dieser grüne Schein. Das sieht jetzt, ich weiß nicht, ob ich da wirklich runterfliegen will. Das sieht jetzt nicht so schön aus, aber wir haben keine andere Wahl. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen, oder Jungs? Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um, dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Okay, Electrocutioner. Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist. Das ging schnell. Na gut, ihr lausigen Mann. Verdient euch euer Abend. Ein Schlag und er war platt. Was war das denn jetzt? Ja, okay, ich beschwere mich nicht, aber das war jetzt schon ein bisschen, ne? Ich hätte mehr erwartet. Aber ich beschwere mich nicht, wenn das so einfach ist. Warum denn nicht? Dann mache ich euch auch noch platt. Und dann hoffe ich, gebt ihr mir die Antworten, die ich möchte. Ja, verdammt. Okay, da kommen einige Gegner jetzt auf uns nieder. Gerasselt, die kommen hier von oben runter gehüpft. Das wird erstmal kein Ende nehmen, gehe ich mal davon aus. Es waren zumindest sehr, sehr viele oben gestanden. Au. Der sich ergeben hat für Hören. Wo ist Cobblepot? Von mir hörst du nichts. Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also? Na gut, na gut. Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem.
eindeutig besser als das letzte Verhör. Oh, halt, wir können hier was untersuchen. Den Electrocutioner untersuchen. Der Pinguin wird wissen, wo ich Black Mask finden kann. Der Electrocutioner weiß bestimmt nichts Nützliches. Der Idiot weiß rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten finde ich Black Mask über den Pinguin. Oh, okay. Dann eben nicht. Vielleicht hätte er noch was Interessantes dabei gehabt. Choose your weapon. Können wir da was mitnehmen? Nein? Schade. Eine schöne Streitaxt. Wäre doch nett gewesen. Zugangskorridor zum Deck. Das ist nur die Frage, wo müssen wir lang? Okay, hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Dann schätze ich mal ab nach unten. Ah, das sieht schon mal gut aus. Auf jeden Fall erstmal Tracy finden anscheinend. Sie ist noch übrig. Oh. Ich will haben. So, gib mal her. Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Sehr schön. Dann haben wir das erste Teil gefunden. Ah, hier geht's weiter. Ich brauche nur mein Explosivgel. Gehe ich zumindest mal davon aus. Ich habe jetzt nicht die Detektivsicht dafür benutzt, aber es sollte hinhauen, oder? Jawohl, sieht gut aus. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue wohl nennen? Eine Opfer 2. Das steht doch nicht. Meine Opfer hat das letzte Angebot. Ja, ich komme hier nirgendwo durch, okay. Dann klettern wir. Okay, spring über die Spalte in Richtung des Vorsprungs, um noch hinzugreifen. Mich interessiert das hier aber. Ob ich das hier... Ne, schade. Kann ich nicht. Hätte gedacht, das würde jetzt funktionieren. Aber da fehlen uns anscheinend die nötigen Daten, um es zu öffnen. Vielleicht kommen wir ja später nochmal hierhin zurück. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Nee, nicht wirklich. Na gut, ihr ehrlichen Flaschen. Wir haben Alarmstufe 1. Ich will ständige Meldungen hören. Hat jemand den Eindringling gesehen? Ist er noch auf dem Schiff? Das hier ist ernst. Alarmstufe 1, sagt sie. Ein Eindringling an Bord, sagt sie. Hatten wir denn zuletzt einen Eindringling an Bord? Wer würde in diesen Rosteimer einbrechen? Ist bestimmt alt. Wir sind erledigt! So, komm her hier. Wie macht er das? Und Tschüssikowski. Hey, ich habe eine Nachricht für den Batman von deinem Kumpel, dem Electrocutioner. Er ist wieder auf den Beinen und sagt, die Runde geht zwar an dich, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Der kommt wieder, Batman. Pass auf deinen Arsch auf. Buczynski ist aufgewacht und hat sich aus dem Staub gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Electrocutioner. Geht's Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mach mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Okay, während sich Betty unterhalten hat mit Alfred, habe ich hier den Lüftungsschacht entdeckt. Mit dem kommen wir anscheinend weiter, denn da war wieder eine verschlüsselte Tür.
die unseren Weg versperrt hat. Dann müssen wir eben wieder Umwege gehen. Sollte jetzt kein allzu großes Problem sein. Und der Electrocutioner ist auch wieder auf den Beinen. Ich freue mich. Vielleicht kriegen wir dann mal einen besseren Kampf. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde. Muss Lenny sein. Der vergisst ständig sein Zeug. Soll ich sie ihm bringen? Machst du Witze? Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Hast ja rein. Hey, nix. Überraschung! Seht ihr, was du... Nein, du schlägst mich nicht. Du schlägst mich ebenfalls nicht. Und du wirfst das nicht. Der die Pistole wieder aufgeladen. Okay, das ist keine Pistole. Aber alles, was Schusskraft, mein Gott, Schusskraft hat, kann uns gefährlich werden. Keine Lust zu gehen. Ich brauche noch Antworten. Vorher verschwinde ich nicht. Au. Ah, dammit. Könnt ihr mal aufhören hier? Ach, kämpft fair, kämpft mit den Fäusten. Jetzt hat der schon wieder was hier. Oh shit. Das hätten wir. Und der letzte. Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Okay. Das sieht mir nach einer Wand aus, durch die wir durchgehen können. Probieren wir es mal aus. Ich hoffe, das verwirrt die auf der anderen Seite erstmal etwas. Moment. Nee. Wie zum Henker? Halt, was steht da? Gesicherter Durchgang, nicht zugänglich. Dann verschaffen wir uns Zugang. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, wie und wo? Am besten wieder durch den Lüftungsschacht. Einfach so. Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Hat mein Dad auch immer gesagt. Hat natürlich dann einer von Mom geknallt gekriegt. Macht mir die Drecksau kalt! Okay. Wir haben die Tür aufbekommen. Siehst du, hab's doch gesagt. Kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss gekriegt. Genau. Schon bin ich besser. Zumindest meine Codekarte. Scheiße. Okay, jetzt sollten wir aufpassen. Zwei von denen sind bewaffnet. Einen sollten wir auf jeden Fall lautlos ausschalten, damit wir gleich auf den nächsten losgehen können. Aber der steht sehr ungünstig. Ah, dammit! Nein, ich hab gedacht, ich kann den lautlos ausschalten. Ja, den Schlag stecke ich ein. Hauptsache, ich konnte sie entwaffnen. So, komm schon. Okay, ich hab's kapiert. Kann ich jetzt gehen? Genau auf der anderen Seite des Theaters. Okay, wo lang, wo lang, wo lang?
Oh, wir haben einen neuen Stufenaufstieg. Da unterbreche ich das mal kurz, damit wir uns etwas Neues hier beschaffen können. Kampfpanzer Version 3. Klingenducken ausschalten. Verbessere deine Defensive, indem du ein Klingenducken mit einem Ausschalten abschließt. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber... ja, ich mach das lieber nochmal mit der kugelsicheren Panzerung. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache. Damit kann ich leben. Ah, hier haben wir was zum Hacken. Jetzt gib mal eine Ruhe da drin. Ja, ja, chillax. Okay, und jetzt? Soll ich wieder hier durchhüpfen? Sah richtig aus. Ah ja, okay, hier ist die Tür, die verriegelt war. Hallo, Schönchen. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir mit unseren Gästen machen? Das wird kürzer laufen. Hast du mich gerade ernsthaft Söhnchen genannt? Kann's ja wohl nicht sein, oder? Ich baller dir den Kopf weg, Freundchen. Ja, versuch's. So, komm schon, auf die 12. Ich mach noch 5 Minuten. Was hab ich dir hier getan? Oh, 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 oh. Hey, was soll das? Pinguins Vollstrecker. Ach, der sollte sich mal um besseres Personal kümmern. Seht nur, die Final Offer ist sie nicht prächtig. Und das bei dem Schnäppchenpreis, den ich diesen somalischen Piraten bezahlt habe. Die wollten sie verschrotten. Unfassbar. Sie